Ich zeige auf der Nordart 6 Werke. Die bestehen aus 3 Bildern und 3 Skulpturen. Die Bilder sind ein Raum. Es zeigt Vielfalt und Toleranz von verschiedenen Kulturen. Und dadurch, dass ich das in Gestalt von Tieren mache, die ja schon mal eine unterschiedliche Sprache haben, transportiert es eben halt auch diese Vielfalt, diese Schönheit, wenn viele Länder zusammenkommen in einer Stadt, wenn viele Sprachen an einem Ort reden und die Lebendigkeit feiern. Die Skulpturen, die sind viel später dazu gekommen. Es ist absolut handgenäht und ich modelliere das, während ich arbeite. Ich finde viele Tiere toll und eine Hexe finde ich ganz besonders toll. Ich mag die Art, wie sie sich bewegen. Es gibt welche, die die Farbe verändern. Sie sind eben halt auch vielfältig. Ich wollte, dass da was noch an Lebendigkeit ist, auch durch die Klauen, durch den Schwanz, dass dann einfach noch mehr Schwünge reinkommen. Diese Bilder haben immer mit mir was zu tun. Als ich es gemalt habe, steckte ich noch in dem Prozess von Ausgehen auch, Tanzen. In Hamburg kann man das. Ich tanze sehr, sehr gerne. Wenn ich tanze, dann geht es nur um das, was ich fühle. Man muss sich noch nicht mal verständigen können und trotzdem kann man zusammen sein. Und dann kam Corona und dann war es merkwürdig. Was male ich hier? Das gibt's gar nicht, so die Situation im Moment. Und jetzt finde ich das im Nachhinein total schön. Ich finde, das feiert einfach das Leben und das erhoffe ich mir auch wieder. Und mit dieser Nordart finde ich das unheimlich schön, dass sie stattfinden kann. Freue mich einfach und denke, dass viele hungrig auf Kunst sind und Lust haben zu kommen und das auch zelebrieren werden.